Arc Genesis 2 hat den Strider mit ins Spiel gebracht und ich habe das Gefühl, dass noch viele gar nicht wissen, wie sehr man damit farmen kann oder wie viel man sogar damit farmen kann, und deswegen gibt es heute drei Möglichkeiten, wie ihr sehr effektiv damit farmen könnt. Moin, mein Name ist Nico der Profi, hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Arc und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit Möglichkeit Nummer 1. Und im Prinzip benötigt man dafür zwei Strider. Den einen habt ihr im Space stehen und das wird einer sein mit einem Mining Drill Kopf. Ich habe zu den Strider Fähigkeiten schon ein Video gemacht. Das hier ist der Kopf, womit ihr ja eben Ressourcen farmen könnt. Und im Idealfall habt ihr sogar noch die Taschen mit dran. Das war jetzt hier bei mir kompletter Zufall, dass wir den drin haben. Hat mir den eben reingespawnt fürs Video. Und dann braucht ihr noch einen zusätzlichen Strider, beziehungsweise müsst ihr in der Nähe eines Missionsterminals sein. Wir stellen uns mal eben einen Strider hier in die Nähe hin. So, wir sind jetzt hier vorm Durchgang zum Space. Wir stellen uns einfach mal hier einen Strider hin. Kleinen Moment, da haben wir ihn. Der bleibt einmal hier stehen und das... Wir sagen einfach mal, hier wäre unsere Base und da würden wir dann den zweiten Strider hinstellen. Brauchen wir gar nichts weiter mitmachen und wir gehen jetzt einmal zum Strider Nummer 1. Im Übrigen, die beste Kombination ist mit den Taschen, weil man hier nochmal einen 65-prozentigen, ja, Debuff quasi bekommt auf das Gewicht. Das heißt, die Sachen wiegen meistens nochmal 65% weniger. Bei dieser Taktik gehen wir jetzt einmal in Space. Wir gehen eigentlich immer in Space, weil hauptsächlich geht es ja um Metall, geht aber auch mit jeglichen anderen Ressourcen. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Mit der rechten Maustaste, also zweite Attacke für die Konsolenspieler, kann man jetzt anfangen hier zu farmen. Und es aktiviert sich dann eben so ein Strahl und der Strider fängt an hier richtig abzubauen. Das Ganze geht dann bei uns ins Inventar rein. Irgendwann werden wir voll sein. Da wir jetzt aber die Taschen dabei haben, wird das Ganze ein bisschen weniger wiegen und wir haben länger Zeit, um hier zu farmen. Das ist ganz praktisch und wir stellen uns einmal hin, wenn das denn geht. Beziehungsweise wir nehmen hier nochmal kurz ein bisschen Metall mit. Denn es geht mit allen Ressourcen außer mit Element. Element lässt sich nicht traveln. Sehr schön, da gab es 1600. Wir gehen einmal raus. Also wir haben auf dem Strider immer dieses Ding hier. Das ist ein kleiner Transmitter, über den wir Sachen hochladen können. Wir gehen einmal in unser Inventar vom Strider, ziehen uns alles rüber. Gut, wir sind jetzt schon voll. Gehen dann einmal hier in den Transmitter rein und können dann hier auf Arc-Daten gehen. In die Arc-Daten können wir uns Metall reinziehen. Wichtig, wenn ihr im Singleplayer spielt, dann dauert das immer, ne? Also ihr seht, das geht easy. Das lädt einmal kurz, wenn ihr auf einem Server seid, lädt das ein bisschen länger. Und so können wir in die Arc-Daten quasi unsere Sachen reinlegen und hochladen. Denn es wird tatsächlich hochgeladen und ist auf dem ganzen Server dann für uns verfügbar. Und es sind eben 50 Slots, die wir hier haben. Ne? Also wenn ihr jetzt ohne Stacking-Mod spielt, ich habe einen Stacking-Mod drauf, dann wären das hier jeweils 300er Stacks Metall. Das ist eine ganze Menge. Wie gesagt, ist jetzt hier im Transmitter drin, beziehungsweise in den Arc-Daten, auf die wir vom ganzen Server aus zugreifen können. Den Strider, wenn wir fertig sind mit dem Farmen, könnten wir hier stehen lassen, beziehungsweise ich stelle ihn dann immer oben auf so eine Brücke und stelle ihn da an eine Seite ran, dass wir da, ja, dass er auf jeden Fall nicht im Space steht. Was wir jetzt machen, wir fliegen einmal zurück zu unserem anderen Strider, der ja in der Base stehen würde. So, da steht unser Strider, der quasi in der Base wäre. Da gehen wir einmal ran, damit wir nicht vorbeifliegen würden. Let's go. Einmal rauf hier. Sehr schön. Hier müssen wir natürlich auch einmal den Transmitter einschalten, gehen dann hier ran. Zack, peng. Arc-Daten sind offen und dann könnten wir quasi hier uns alles rausziehen, und wichtig hierbei ist, hier können wir uns auch deutlich überladen und könnten dann auch wirklich 50 Stacks A300 Metall hier rausziehen und direkt in die Base schmeißen, beziehungsweise auch wenn man überladen ist, Steuerung und Shift regeln hier in dem Fall, man kann sich trotzdem noch bewegen und laufen. Na, ist also kein Problem. Ich packe das noch einmal wieder zurück in die Arc-Daten, um euch dann zu zeigen, dass das an Missionsterminals tatsächlich auch funktioniert. Wie gesagt, also ein Transmitter ist quasi wie ein Obelisk auf den anderen Maps. So, wir sind einmal an einem Missionsterminal und können dann hier, nein, wir gehen nicht auf die Missionsliste. Wir gehen hier einmal rein und sehen hier, Arc-Daten sind auch hier wieder vorhanden. Das heißt, wir können also auch von einem Missionsterminal darauf zugreifen. Für Möglichkeit 2 benötigen wir wieder einen Strider mit dem Mining Drill, am besten auch wieder mit den Taschen. Ich mache das Ganze mal hier kurz mit ein paar Pflanzen. Da leckt es aber ordentlich.
Sehr gut, weil hier haben wir die Möglichkeit, uns schneller zu überladen, beziehungsweise hier zeige ich euch mal Trick 17, wie man sich halt richtig überladen kann. Danke an den Twitch-Chat übrigens dafür, daher habe ich das auch. Also, wir können jetzt hier Folgendes machen, beziehungsweise... Ach, wir fahren noch mal ein bisschen mehr. So, das dürfte reichen, da ist jetzt ordentlich was drin. Wichtig, falls ihr die Taschen nicht habt, dann könnt ihr euch das hier auch immer rüberziehen in euer Inventar und könnt das hier in das Tribute reinladen, da habt ihr 100 Slots frei. Da könnt ihr allerdings nur vom jeweiligen Strider drauf zugreifen, also dort, wo ihr es auch reingelegt habt. Aber es wiegt dort drin eben nichts. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir greifen jetzt einmal aufs Inventar zu und machen Folgendes. Wir droppen alles mit O. Wichtig, wir droppen nicht hier über diesen Pfeil. Wir droppen alles einzeln mit O. Auf der Xbox und auf der PS4 müsst ihr mal gucken, was das da die Taste ist. Wenn das alles gedroppt ist, fällt das eben hier runter in diesem wunderschönen Päckchen und wir können es hier hinstellen und mit F alles in der Nähe aufheben. Was fällt uns auf? Wir sind deutlich überladen, also wenn wir hier aufs Gewicht gucken, haben wir hier ein Gewicht von 2622 zu 400. Das ist deutlich über dem, was wir normalerweise tragen könnten. Und jetzt kommt nämlich der Trick ins Spiel, dass wir noch weiterlaufen können. Das ist jetzt ein bisschen langsam, um zur Base zu kommen. Wenn wir allerdings diesen Handschuhschlag hier machen. Na, ja, machen wir nochmal. Einmal richtig abheben, einmal kurz warten, bis er aufgeladen ist. Loslassen. Und wenn wir dann mit Shift und Steuerung boosten, dann fliegen wir richtig durch die Gegend. Und können dann so auch zu unserer Base fliegen. Und ganz entspannt ganz, ganz viel Material mitnehmen. Das heißt, wenn ihr auf einem Server spielt und euch Möglichkeit 1 zu lange dauert, weil ihr immer wieder hochladen müsst und da immer so 2-3 Sekunden Zeit zwischen sind, bis das eben hochgeladen worden ist, dann könnt ihr eben auch diese Möglichkeit hier benutzen und euch eben einfach mit dem Schlag in die Luft befördern und einfach unglaublich viel mitnehmen. Wichtig, das funktioniert natürlich nur, wenn ihr einen Textsuit habt, beziehungsweise wenn ihr auf Genesis 2 unterwegs seid, denn da habt ihr den Textsuit ja von Anfang an. Ja, und in der Base angekommen, könnt ihr dann einfach hier die Sachen dort reinlegen, wo sie hin müssen. Stellen wir uns vor, das wäre jetzt alles Metall, das kriegt ihr auch alles mit. Wichtig ist, wie gesagt, dass ihr das Ganze einzeln droppt, damit das in diesen Paketen ankommt. Wenn das in dieser Tasche gedroppt wird, dann könnt ihr das eben nicht alles aufnehmen, denn da funktioniert das Ganze ja wie ein ganz normales Inventar. Und falls die Taschen mal, beziehungsweise falls die Päckchen mal zu weit auseinander liegen sollten, dann könnt ihr ja einfach ganz einfach dorthin gehen. Ganz easy könnt ihr euch dorthin bewegen und alles weitere aufsammeln. Ist auf jeden Fall mega, mega nice und funktioniert eben auch richtig, richtig gut, um zu farmen. Für Möglichkeit Nummer 3 benötigen wir ein Fundament, aber vor allem eben auch eine besondere Aufbewahrungsmöglichkeit. Und zwar ist das die spezielle Tech-Speichereinheit bzw. Tech-Storage-Box oder irgendwie so auf Englisch. Jedenfalls könnt ihr die bekommen, wenn ihr den Drachen auf Beta besiegt, den Manticore auf Beta besiegt oder Rockwell auf Aberration auf Beta besiegt oder eben auch aus Loot Drops auf Genesis 2. Allerdings, es sind über 500 Items in den Loot Drops drin. Das heißt, da benötigt ihr auf jeden Fall einiges an Glück, um so ein Ding zu ergattern. Falls ihr aber Glück haben solltet, dann bringt euch das ordentlich was fürs Farmen, denn die Techboxen funktionieren so, dass ihr da ein Item reinlegen könnt. Und dann wird auch nur dieses Item dort drin gespeichert. Und das Witzige ist, ihr könnt das ganze Ding auch mit dem Strider verbinden. Und der Strider wird dann automatisch immer diese Ressource an die Base bzw. an diese Kiste senden, egal wie weit ihr weg seid. Beziehungsweise habe ich im ArcWiki nichts dazu gefunden, dass es eine Beschränkung in der Distanz gibt. Ich war auch schon deutlich weiter weg als das hier und es hat trotzdem funktioniert, scheint also über die gesamte Map zu gehen. Wichtig, damit das Ganze funktioniert, müssen wir einmal in unsere Lagereinheit hier Metall reinlegen, also beziehungsweise den Rohstoff, den ihr eben haben wollt. Bei mir ist es jetzt Metall, dann müssen wir einmal mit dem Strider, das ist nämlich ein bisschen die Krux, eben zu unserer Base beziehungsweise zu dieser Box hin. Wir müssen das Ganze miteinander verbinden, damit das auch funktioniert. So, wir stehen einmal daneben und können dann hier an unserem Strider in dieses Radialmenü gehen und können dann hier auf Daily Storage Item Transfer gehen und Link to Nearby. Und Link to Nearby Daily Storage und dann einmal auf die Metallbox, die hier in der Nähe ist. Jetzt ist der Strider gelinkt dazu und wir testen das Ganze einmal kurz. Wie gesagt, weiter geht's mit der rechten Maustaste. Und wenn der Strahl an ist, obwohl hier überall noch Büsche stehen, farmt er nicht. Er wird nur Ressourcen farmen, beziehungsweise Gegenstände farmen, wo die mögliche Ressource drin ist. Beziehungsweise die geforderte. Also normalerweise würde er jetzt aus Stein hier abfarmen, denn
Stein enthält ja potenziell Metall. Gut, Stein wollte er jetzt nicht nehmen. Wir gehen mal eben aufs Metall rauf und dann müsste er in der Theorie Metall farmen. So, jetzt müsste es funktionieren. Ich habe nochmal die Stacking-Mod deaktiviert. Die scheint bei einigen Dingen eben zu stören. So auch bei dem Farm jedenfalls. Wenn wir jetzt farmen werden, wir aktivieren das Ganze nochmal, dann sollten jetzt nur noch Ressourcen gefarmt werden oder Gegenstände gefarmt werden, die potenziell auch Metall beinhalten. Und ihr seht das jetzt auch, Metall wird hinzugefügt, Metall wird entfernt und diese ganzen Ambergris-Brocken, die es hier gibt, die werden gar nicht mehr mit angefasst. Ja, also ihr seht, hier wird gescannt, aber eben nur Metall. Beziehungsweise, wenn jetzt hier normaler Stein wäre, dann würde er auch Stein mit wegfarmen, weil da ja potenziell auch Metall mit drin ist. Ihr seht jetzt hier im Inventar ist nur Stein drin. Das liegt eben daran, dass das Metall direkt zur Box gebracht wird, also transferiert wird. Ihr müsst natürlich immer mal wieder das Inventar eben leeren, um ja den Stoff rauszubekommen, den ihr eben nicht haben wollt. Aber wir gucken jetzt gleich mal in der Base, beziehungsweise an der Box, wie viel Metall dort drin ist. Und dann werdet ihr eben sehen, dass da eine Menge rübergekommen ist. Übrigens, falls ihr auch Probleme dabei haben solltet, einen Astrodelphis zu zähmen, weil ihr eben kein Element füttern könnt, dann kann das auch mit an der Stacking-Mod liegen, die einmal deaktivieren, dann müsste das Ganze auch funktionieren, wenn es nicht mittlerweile gefixt worden ist. So, das dürfte genügend Metall sein. Wir schauen uns das mal an, wie viel das denn mittlerweile ist. Kommt natürlich auch auf eure Farm-Einstellungen an, aber das gesamte Metall wurde eben hier rüber transferiert. Ja, ihr müsst dafür natürlich entweder einen Boss besiegen auf Beta oder ihr müsst eben Glück haben, dass ihr die überhaupt bekommt. Aber wenn ihr sie habt, dann ist es absolut GG und ihr könnt unfassbar viel farmen, weil ihr lauft ja nie voll. Das ist ja das Ding, ihr seid nie voll. Wenn ihr Stein habt, rausschmeißen, weg damit. Metall ist aber nie voll, ihr könnt unendlich lange eigentlich farmen. Mega krass. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, denn so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.